Ja, mein Puls ist immer oben, solange ich mich auch nur ein bisschen bewege. Das letzte Wort. Mega früh. Super mega früh. Aber ich halte den nicht hin, ich sitze drauf. Sieht gerade nicht danach aus, Michi. Alter, klappt das einfach so rum. Charles, was zum Teufel hat Molotow denn gegen Dr. Sechenov? Warum setzt er 2 Tage vor dem Start von Kollektiv diese Kommission ein? Alles ist bereit. Genau deshalb, weil alles bereit ist. Was? Willst du etwa sagen, dass Molotow und seine Kommission die Früchte von Sechenovs Arbeit stehlen wollen? 2 Tage vor dem Start. In der Tat. Die von Petrov verursachte Störung ist der perfekte Vorwand, um zu zeigen, dass Dr. Sechenov nicht fähig ist, Anlage 3826 zu leiten. Und damit auch die Polymerisation der Sowjetunion. Und was hat der Boss damit zu tun? Das ist doch alles Petrovs Schuld. Der hat dafür gesorgt, dass die Roboter die Anlage zur Leichenhalle machen. Ich fürchte, dass dem Genossen Molotow die Anzahl der Opfer egal ist. Aber das gilt auch für den Genossen Sechenov. Wie? Was redest du da, Handschuh? Der Boss tut alles, um das wieder zu bereinigen. Du tust alles, um das wieder zu bereinigen, Genosse Major. Nicht Dr. Sechenov. Aber er hat mich doch hierher geschickt. Aber warum nur? Denken wir es logisch durch. Die Genossen Sechenov und Molotow sind beide daran interessiert, dass der Rest der Welt nichts von diesem schrecklichen Störfall... Schon wieder eine Tür ohne Schloss. Wo ist das Relais, Charles? Ich sehe nichts an den Wänden. Na ja, toll, ich hätte unten stehen bleiben sollen. Die hat das N aber bei dem Wort davor dran gesetzt. Hätte das N dort weggemusst, ne? Das, ach, weiß nicht. Inas, mach sowas nicht mit mir. Ich reagiere da allergisch drauf. Bitte böse allergisch. Was? Dodo hat mich beklaut? Na, wenigstens habe ich mitgeklaut. Okay. Bin ich von ausgegangen, dass es hier so direkt zur Tür geht, aber war wohl nicht. Ansatz und nichts. Bin ich nochmal so drauf. Wie soll ich die Tafel dort aktivieren, bitte? Wenn ich das F nicht gesehen habe, weil es nicht aufgegangen ist, habe ich gedacht, ich muss es vorher noch irgendwie aktivieren. Ah. Ja, so kann es kommen. Oh, jetzt ist die Tür aufgegangen. Das war jetzt ein bisschen zu einfach. Augenblick. Wird das doch hier noch ein Jump-and-Run-Spiel, ey? Ups. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon, Dodo? Speichere Daten. Dich selbst quälen? Ja, das ist sehr schön, dass du mir auch auf Insta folgst. Kannst du mir auch auf YouTube folgen? Ja, natürlich gleich mal die Werbung machen. Oh. Weiß nicht. Irgendwie habe ich dem Ding gerade voll nicht getraut. Hey,
kein Loot, ey. Das ist ja furchtbar. Seit letzten Samstag. Stell dir vor, ja, habe ich. Aber schon lange nichts mehr drauf gemacht. Alles unten verlinkt. Also man kann nicht sagen, dass ich sowas nicht informieren würde. Jetzt kommt der krasse Sache. Ich habe sogar Twitter. Oh mein Gott. Das hat es jetzt nicht gebracht, ey. Was für ein Scheiß. Ich kann nur in diesem Raum, das ist ja furchtbar. Das ist eine Quälerei für mich. Oh, verpiepst noch eins. Michi, Ehre. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Bin ich mega geil von dir. Nicht schlimm, nicht schlimm, Michi. Nicht schlimm. Ich habe noch was gefunden. Man kann doch nicht die Armee schicken. Wenn einer von ihnen dem Feind Informationen zuspielt, ist es aus. Doch man würde nur verlässliche Truppen entsenden. Den Agentumverband zum Beispiel, der Sechenov treu ergeben ist. Der könnte sich mit Kampfrobotern zusammentun und ihm nur die Ordnung wiederherstellen. Aber wem sage ich das? Aber das ist... Oh, ich meine... Schöne Scheiße, ich kapier's nicht. Warum muss das so kompliziert sein? Weil Dr. Sechenov ohne Autorisierung des Politbüros keine Truppen oder Kampfroboter einsetzen kann. Ganz im Gegenteil. Er tut alles, um dafür zu sorgen, dass die Regierung nicht weiß, was passiert ist. Warum wohl? Weil seine Feinde ihm kollektiv wegnehmen wollen? Jetzt, wo alles gebaut und betriebsbereit ist und jedes Arschloch mit einer Dienstmarke es starten könnte? Gut möglich. Einfach die Störungsursache reparieren und einen Knopf drücken. Die Genies, Schöpfer und Ingenieure haben ihr Werk bereits getan. Jetzt muss man nur noch die Früchte ihrer Arbeit genießen. Also will Genosse Molotow Dr. Sechenov wegen der jüngsten Ereignisse ins Gefängnis stecken, um die Anlage selbst zu übernehmen? Genauer gesagt will er die Leitung von Kollektiv haben. Aber wie soll das gehen? Dort werden wir doch alle gleich sein. Aber manche werden gleicher sein als die anderen. Okay, jetzt darf ich mich wieder bewegen. Ich werde wieder von meiner Freundin. Oh, Pepe. Kartuschenaufnahmen. Ach, jetzt kommt das mit den Kartuschen. Das ist ja toll. Ich glaube, ich kann so keine Kartusche aufnehmen, ne? Lass mich Inventar. Ich will mal gucken. Oh, Nora bewegen. Oh! Shit. Ups. Ich hab gerade... Alter, sowas nicht zu bestätigen, das ist ja jetzt mal hart. Ich hab gedacht, zu Nora bewegen, dass es mir auf der Karte angezeigt wird. Alter! Alter! Mein Knarre ist weg! Mein Messerchen! Hallo? Was ist denn das für ein Beschiss? What the fuck? Ach, komm ich hier denn nie raus?
Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, irgendwie mal, das ist eine Nora Aufbau. TikTok hat mich irgendwie nie interessiert, deswegen habe ich das nicht. Du redest selten mit deinem Handschuh? Hast du denn so einen fortschrittlichen Handschuh? Da rennen die rum und keiner merkt. Ja, ich weiß, dass hochrangige Parteimitglieder mehr Befugnisse im Kollektiv haben werden als Normalbürger, aber das ergibt ja Sinn. Jemand muss doch die wichtigen Entscheidungen treffen. Ach so? Und warum nur? Zum einen muss jemand dafür zuständig sein, dass sie ausgeführt werden. Es kann ja nicht jeder für alles verantwortlich sein. Jeder bedeutet keiner. Jemand muss sich drum kümmern. Und wenn die ganze Welt nichts anderes tun würde, als wichtige Entscheidungen zu diskutieren, würde ja nie was passieren. Alle würden die ganze Zeit nur reden. Aber stimmt das? Du sagst, dass die ganze Welt wichtige Entscheidungen endlos diskutieren würde. Doch Kollektiv ist ein Kollektivbewusstsein. Wenn alle miteinander verschmolzen sind, wird die ganze Menschheit augenblicklich wissen, dass jeder Einzelne... Ich will gar nicht wissen, was andere Leute denken. Im Kollektiv ist alles transparent und dieses Bewusstsein trägt die Verantwortung. Hat denn jemals jemand eine solche Bewusstseinsstufe erreicht? Selbst hier in der UdSSR? Vom Rest der Welt ganz zu schweigen. Vollkommen richtig. Die Welt ist vielleicht noch nicht reif für Kollektiv. Die Anführer der Sowjetunion verstehen das sehr wohl. Deshalb wird die Partei gewisse Befugnisse im Kollektiv haben. Und wo ist da das Problem? So war es doch schon immer. Wirklich? Oder hat es schon immer einen unbestrittenen Anführer gegeben, einen Streppenzieher, der das Politbüro, den Ministerrat und alles andere kontrolliert? Soll das heißen, dass es im Kollektiv einen alleinigen Anführer geben wird? Ich will sagen, dass die Menschen sich per Neurokonnektor mit Kollektiv verbinden werden. Du meinst ein Gedankegerät? Das weiß doch jeder. Das Gedankegerät ist für Normalbürger. Aber Privilegierte in Führungspositionen erhalten gravierte Spezialkonnektoren, die ihnen eine höhere Priorität im Netzwerk geben. Also werden auch alle Anführer gleich sein. Das ist doch gut. Das wäre es. Aber Kollektiv kann nur mit dem Alpha-Konnektor gestartet werden. Der ist der Schlüssel zu allem, einschließlich der Gewährung von Entscheidungsbefugnis. Also hat Dr. Sechenov gerade den Alpha-Konnektor. Und Genosse Molotow will ihn aus der Anlage werfen, damit er ihn sich selbst unter den Nagel reißen kann? Ganz genau. Die Menschen, die durch Petrovs Verrat getötet wurden, interessieren den Genossen Molotow herzlich wenig. Er will die Kontrolle über Kollektiv. Deshalb ist er auf dem Weg hierher. Schöne Scheiße. Ich konnte den Typ noch nie leiden. Er beschwert sich ständig über Sechenov, aber sowas hätte ich nie von ihm erwartet. Wir müssen uns beeilen. Hey, bin immer noch am Wanken, ne? Du redest öfters mit diversen Sachen, auch mit der Fremden. Hm, Michi? Speichere Daten. Oh, ich glaube, die haben da ein Schäferstündchen. Ich finde ja Lou toll, ne? Aber ich möchte bitte mal meine Sachen wieder haben. Ja? Da liegt noch was. Okay. Und wegen dieser Kleinigkeit klemmt hier alles? Ach, das ist ja völlig bescheuert. Du kannst mit dem Spiegel zur Oberfläche aufsteigen. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Spiegel? Auf demselben Weg werde ich jedenfalls nicht zurückkommen. Ist das mal umgedreht? Ist ja mal cool. Na klar, Finger hoch, wer das ab und zu nicht tut. Alle Finger sind unten. Ah.
What the f... Ah. Ja mal übel hier. Aber der muss unten bleiben. Wie kriege ich den denn dann da? Mal kurz was gucken. Ja. Muss man auch kurz was gucken. Hat doch recht. War doch das Speichermodul, ne? Ich will einmal zwischenspeichern. Ich weiß nicht, was passiert, weil ich habe ja kein Messerchen mehr. Das kann ich jetzt aber gar nicht glauben. Meine Finger sind definitiv unten, weil sonst könnte ich nicht zocken. Hast du das WDNH schon infiltriert, Genosse Major? Der Kondor der Regierungskommission hat Moskau bereits verlassen. Sie können jeden Moment eintreffen. Wenn die Kommission noch nicht gelandet ist, bleibt uns etwas Zeit. Lass mich einfach arbeiten. Soll ich Dr. Sechenov melden, dass es seine Anliegen sind, die dich von der Arbeit abhalten? Ja, und du kannst auch melden, wie du auf der Maglev-Plattform vor diesen Robotern weggelaufen bist, statt mir zu helfen. Ich bin kein Soldat, Genosse Major. Ich verrichte geistige Arbeit, nicht niedere Tätigkeiten. Gewalt gegen Roboter ist dein Spezialgebiet. Die einzige Arbeit, die du gerade verrichtest, ist mir das Ohr abzukauen. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Was? Ah, dachte ich mir doch. Beide haben sich mächtig lieb. Also entweder ist Dodo gerade wieder am Telefonieren oder sie hat immer noch ihre Finger oben. Es sieht schon geil aus, ne? Oh, guck mal, da laufen sogar kleine Leutchen rum. Das Ding ist von der anderen Seite gesichert. Mann, ich brauche eine Nora. Ich glaube, da ist eine Nora. Oh, ja. Oh, rein. Bitte sei nicht pervers. Bitte sei nicht pervers. Du bist pervers, ne? Autorisierung. Major Nechaik. Ich möchte gerne meine... Dankeschön. So. Alter, kann ja wohl nicht wahr sein. Ein bisschen Petsi-Munition bitte rüber. Hallo. Das waren die. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Den Alkohol auch nicht. Petsi-Munition möchte ich schon gerne drüben haben. Das, was ich schon habe. Irgendwie haben wir gerade nicht so viel Betsy-Munition. Können wir mal rüberwerfen. Und das. Da habe ich wieder viel zu viel. Kalaschnikow kann ich auch rüberpacken. Nee, habe ich nicht. Und telefoniere auch nicht. Nee, es hätte ja sein können. Ne? Weil du warst so still. Es ist noch keine 19 Uhr, wo du anfängst. Ich feuere dich auch an, ist kein Problem. Das kannst du besser! Okay, ihr könnt eure Finger wieder runter. Also mal ganz ehrlich, Michi, ne? Wenn jetzt sein Text vor dem von Dodo gewesen wäre, ne? Das wäre geil gewesen. So. Ist... Oh, nicht. Ups. Ich lasse. Super Motivator. Ja, auch glaub mal, ne? Bei sowas kann ich richtig motivierend sein. Also ich weiß schon, ich weiß, wie man richtig motiviert bei sowas. Aber ich glaube mal, leicht würde ich es dir definitiv nicht machen. Ey, du musst ackern. Du musst schuften. Ja, und ich nehme die Stinke-Socke von meiner Frau und lege sie dir unter die Nase. Ich lasse mich gerade massieren von diesen Nacken-Shizu-Massage-Ding. What? So eine Frage. Benutzt es auch dort, wo es hingehört? Oder vielleicht doch irgendwie woanders? Es tut mir leid, aber ich denke nur mal so. Toko hat keine Stinke-Socken.
soll man das denn sonst nennen? Planetarische Vernichtungswaffe? Hey, lass das! Hör auf zu werfen! Hui! Wird was noch kaputt gehen. Hab da mal einen Ex-YouTuber gesehen, der sagte immer, dass es harte Arbeit ist. Boah. Messerchen habe ich wieder. Munition habe ich auch wieder. Habe ich so viel? Könnte ich mal nachladen? Nee, nur für den Nacken. Für alles andere habe ich andere Dinge. Also ich muss jetzt mal dazu sagen, ne? Also ich habe ja Sex in the City geguckt, ja? Auch wenn ich ein Kerl bin. Aber ein Nackenmassagegerät soll ja wirklich das Top-Gerät sein, ne? Nur mal so als kleiner Tipp. Speichere Daten. So, abgespeichert. Ich habe meine Sachen. Ich will jetzt auch noch kurz gucken. Den Handschuh verbessern. Gucken. Oh, 183 erst. War das hier? Ziele erleiden mehr Schaden. E-Charakter. Energie des Charakters. So, das war. Gierstund. Deine Nahkampfangriffe füllen mehr Energie. Nee. Ist es nicht irgendwie sowas, was automatisch lootet? Wäre cool. Doch keine Diebe, nur Verstecker. Achso. Ah, Mann. So. Primärstrahl, Massenzilikinese, Erfrierung würde mich noch reizen. Elektromodulator, elektromagnetische Einheit, Reichweite vergrößert. Na, ich schieße damit so selten. Da glaube ich eher lieber auf unsere körperlichen Eigenschaften. Finde ich irgendwie sinnvoller. Du kannst ein Neuro mit Kapsel mit einer Hand einsetzen. Genau, das muss ich unbedingt haben, weil ich habe das nämlich vorhin beim Kampf gemerkt. Braucht dafür ja nur mal beide. Manche Kerle können es mit einer. Er jetzt auch. Aber, ne? Weitere Verbesserungen des Anzugs erhöhen deine maximale Gesundheit. Das ist. Da kann ich mehr schleppen. Nicht gut. Mehr Loot. Yay! Ah ja, für Nacken und Rücken sehr befriedigend. Das klingt so danach, sie hat es doch schon mal getestet für andere Körperpartien. Was ihr jetzt dabei denkt, ist eure Sache, ne? Meine Klinge noch. Gucken, ob ich da. Nee, jetzt kann ich mir das definitiv leisten, mal die Klinge zu verbessern. War jetzt so schön viel. Sowas ist nicht mal blöd mit wenig Gesundheit in Scheinewände. Sowas ist idiotisch. Chance auf zusätzlichen Schaden finde ich auch nochmal ganz gut. Erzeugt eine Schadenswelle. Okay. Ein Video verfügbar. Finde ich gerade ein bisschen blöd. So, Kartuschenaufsatz. Installieren wir mal. Stell mir das bloß ein bisschen komisch hier drin vor. Okay. So, dann noch. Eine süße, heiße Betsy. Ist die nochmal auf? Oh ja. Verringert den Rückstoß. Yay. Da fehlt mir. Oh, ich habe schon wieder so viel ausgegeben. Mann. Lecco mio Arschi Blanco. Das hält es ja wohl nie aus. Nee, Rückstoß brauche ich nicht. Ich weiß nicht. Eine Schrotflinte braucht Rückstoß. Definitiv. Richtung auch nicht. Kartuschen da. Kartuschenaufsatz wenigstens den Hauptpunkt reinsetzen. So.